Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zum Trains 2009. Ich hatte es ja im letzten Let's Play und auch schon im Tutorial, meine ich, erwähnt, also im Grundlagentutorial, dass ich nochmal ein spezielles Tutorial machen will, wie man denn den H-Zug auch wirklich dann ans Fahren bekommt, weil man da ja einige Voreinstellungen im Editor machen muss, damit die H-Züge auch in der Abstellung gespawnt sind. Und dann gab es noch so ein paar Fragen von euch, insbesondere wie man auf der U5 und U8, wo ja keine Züge voreingestellt in der Abstellung stehen, wie man die hinstellt, wie man da die Wagennummern einstellt, dass auch die Ansagen laufen, etc. Und ansonsten werde ich natürlich noch für alle Neuanfänger, die noch gar nicht so mit Trains vertraut sind, auch mal an Beispiel eines F-Zuges, an eines H-Zuges zeigen, wie man die Fahrzeuge von Grund auf ausrüstet und so ein paar Tipps in der Steuerung geben. Wir gehen aber als erstes jetzt mal in den Editor und kümmern uns um die H-Züge. Dazu wählt ihr euch einfach ein Profil aus, was euch anspricht. Ich nehme jetzt einfach mal U-Bahn heute Nacht. Lade das mal, entweder Doppelklick oder auf Laden klicken. Und dann werde ich euch jetzt hier mal zeigen, wie ihr eben die H-Züge bei euch in den Szenarien aktivieren könnt, dass diese auch entsprechend in den Abstellungen gespawnt werden. So, er lädt jetzt hier kurz. Jo, na komm. So, das hat schon mal funktioniert. Gut. Und jetzt gibt es hier oben im HUD, gibt es hier eine, ein Button Aufgabenregeln bearbeiten. Dann gehen wir auf U-Bahn-Generator. Zack. Mein Fehler, U-Bahn-Generator bearbeiten. So, und jetzt kann man hier einstellen. Dadurch, dass es jetzt ein Nachtfahrplan ist, ist hier mit 4 Wagen eingestellt. Aber man könnte jetzt auch sagen, sollen die Züge mit 4 oder mit 6 Wagen fahren. Okay. Also, lest euch das selber durch. Man kann hier eine Menge einstellen. Hier ist auch voreingestellt, welche Ansagen die Züge haben. Aber man kann später natürlich auch, wie ich es euch letztes Mal gezeigt habe, wenn man auf den Zug klickt, mit Steuerung und Rechtsklick, die Ansagen auch einstellen. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, voreinzustellen, die H-Züge sollen die Rollband- oder LED-Matrix haben. Man kann auch einstellen, sollen die Züge Brandenburger Torfolien haben, ja oder nein. Und dann kommt es jetzt hier zu den Einstellungen der Häufigkeit. Man kann hier einstellen, Intervall AI-Züge, ne? Man kann das entsprechend hochstellen, aktuell auf 8. Regelt einfach für die verschiedenen Linien, in welcher Häufigkeit, also in welchem Intervall kommen euch KI-Züge auf den jeweiligen Linien entgegen. Und dann kann man hier noch einstellen, Einstellung Häufigkeit der User-Züge. Je höher das ist, also je höher hier das hier stellt, jetzt hier zum Beispiel auf 3, hier auf der U6 zum Beispiel auf 0, weil auf der U6 zwei Haltestellen oder was das sind, ne, lohnt sich nicht. Aber wenn ich jetzt hier auf der U9 zum Beispiel höher stelle, auf 4, oder hier auf U55, da würden halt entsprechend mehr Fahrzeuge in den Abstellungen stehen, sofern es halt möglich gibt. Ne? Es gibt ja auch nicht unbegrenzt Abstellungen, aber wenn ihr das hier hochschraubt, erhöht ihr die Anzahl der User-Züge in den Abstellungen und wenn ihr das hier hochschraubt, wo AI steht, erhöht ihr halt die Anzahl der KI-Züge. Wichtig ist hier oben aber auch, ne, gerade wenn ihr schlechtere Systeme habt, kann es halt passieren, wenn ihr das zu hoch stellt, dass es halt ruckelt. Deswegen, wenn ihr einen schlechteren PC habt, lasst die Zahlen eher niedrig und übertreibt es damit nicht. So, hier wird jetzt eingestellt Anzahl der Zugtypen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier pro Linie einstellen, auch anhand der Häufigkeit. Die und die Zugart soll so und so oft auf der Linie fahren. Na, geht's hier mit D, DL, DEE oder auch F74, F79 und so weiter und so fort. Kann man hier alles einstellen. Die H-Züge sind hier jetzt relativ niedrig. Ich würde euch empfehlen, das auf der U7 auch auf 100 hochzustellen, weil es sonst unter Umständen sein kann, dass ihr in den Abstellungen der U7 keine H-Züge habt. Also das hier würde ich euch, wie gesagt, empfehlen. Setzt das auf nicht auf 3100, sondern auf 100. Dann sollten auch H-Züge stehen. Ihr könnt natürlich jetzt auch sagen, das kommt jetzt nämlich weiter unten hier. Einstellung verfügbar Wagentypen. Da könnt ihr das nochmal ein bisschen feinfühliger als hier oben einstellen.
Genau, hier steht es auch nochmal, Einstellung an der Zugtypen. Sollen von einem Zugtypen beliebig viele Züge platziert werden, geben Sie bitte 100 ein. Na? Um zu verhindern, dass überhaupt ein Zug der jeweiligen Kategorie platziert wird, diese keine Ahnung, wie man das ausspricht. Sie einfach in der Wagenauswahl. Genau. Das heißt, wenn ihr kein DL haben wollt, oder auch wenn ihr kein Freund seid vom F74, dann stellt das einfach auf 0, dann habt ihr die gar nicht drin. Hier kann man das jetzt nochmal ein bisschen feinfühliger einstellen. Hier ist es auch nochmal F74, F76, da ist halt nochmal so ein bisschen nach den einzelnen Bauarten geordnet, während es hier oben halt ein bisschen zusammengefasst ist. Und da kommt der entscheidende Punkt. Ihr seht es jetzt hier. Hier oben ist es erklärt, blau heißt AI-Zug. Grün heißt Standzug. Das heißt, Standzug ist der, den ihr fahren könnt, der in der Abstellung steht. Und hier seht ihr bei den H-Zügen steht, hier oben haben wir U7, U55, U5, U9. Ne, das ist U6, sorry. Hier seht ihr überall im grünen Bereich, also euer Userzug, der in der Abstellung steht, steht überall bei den H-Zügen nein. Und wenn ich jetzt hier überall ja klicken würde, machen wir jetzt einfach mal, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit oder dann habt ihr auf jeden Fall irgendwo in den Abstellungen H-Züge stehen. Standesgemäß ist es auf Nein gestellt und deswegen hat man eben, wenn man sich das runterlädt und das nicht im Editor aktiviert, keine H-Züge in der Abstellung. Deswegen hier auf Ja klicken, mache ich jetzt einfach mal. Dann machen wir das Ganze so, zack, klicken auf Speichern. Jetzt sagt er, bestehende Aufgabe überschreiben, machen wir. Und dann laden wir das gleich einfach mal. Ich hätte das jetzt natürlich vorher zeigen können, aber ich denke, ihr nehmt mir das ab, wenn da das auf Nein steht, dass dann keine H-Züge gespawnt sind. So, jetzt gehen wir einfach mal rein hier in U-Bahn heute Nacht, laden. Und dann werdet ihr gleich sehen, wenn wir uns irgendwo hinspawnen. Es klappt nicht immer in der ersten Abstellung. Manchmal müsst ihr vielleicht zwischen zwei, drei Abstellungen geben. Ne, auf der U7 gibt es ja genug Abstellungen. Zack. Ach, jetzt bin ich im Editor drin. Mein Fehler. Müsst natürlich auf Lokführer gehen. Dann auf Großprofil Basis und dann auf U-Bahn heute Nacht laden. So, jetzt wieder kurz warten. Und dann gehen wir einfach mal auf die U7. Ich hoffe, ich habe das jetzt auf 100 hochgesetzt. Gehen wir mal auf die U9, weil da stehen auf jeden Fall immer genug H-Züge. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eben, ihr wisst es besser, wenn ihr jetzt das Video guckt, ob ich das auf 100 gesetzt habe bei der U7. Das heißt, wir gehen einfach mal in die Abstellanlage Zoologischer Garten. Auch wenn es nur einen Gleis gibt, wir schauen einfach mal. Und siehe da, da steht ein H-Zug. So, einfach wieder mit Linksklick anklicken. Und wenn wir schon dabei sind, zeige ich euch jetzt gleich mal, wie man das Ding aufrüstet. Und zwar müssen wir als erstes uns hier mit der Maus links zum Schaltschrank bewegen, wie ich ihn immer nenne. Oder jetzt hier zu den ganzen Schaltern. Zack, einmal den Fahrpultschalter umdrehen. Oh, ich sehe das gerade ganz schlecht, ne, weil ich bin hier in Rheinfeld, Leute, und ich habe hier so zwar so Sonnenschutz, das verhindert, dass keiner von außen reingucken kann. Aber es blendet total und es ist alles gerade, ne? Und eben war die Sonne die ganze Zeit nicht da. Dachte ich mir, ideal zum Aufnehmen. Jetzt blendet das so. Aber es geht schon. Wir drehen hier den Stromaufnehmerschalter nach links um, dass der auf 1 steht. Und dann müsst ihr einmal hier den Schalter nach links drehen, Automat, zack. Wenn ihr zwei, dreimal klickt, passiert auch nichts. So, dann drücken wir einmal Taste R, um oben die Lampe wegzubekommen für Federspeicherbremse. Lampe geht nicht weg. Doch, jetzt. Dann drückt ihr, nachdem ihr R gedrückt habt, drückt ihr F1, um die Fahrsperre rauszunehmen. So, dann legt ihr einmal den Hebel nach vorne, also baut Druck auf mit der Leertaste. So, jetzt nehmen wir den jetzt nochmal zurück, weil sonst fährt er gleich los schon. Weil ihr könnt euch merken, ne, wenn der Hebel gedrückt ist nach unten, dann fährt er los. Und hört dann auch dieses Tsch und dann fährt er los. Machen wir jetzt noch nicht, weil wir wollen noch nicht losfahren. Hier rechts haben wir noch einen Schalter für die Fahrgastraumbeleuchtung. Zack. Und dann könnt ihr euch jetzt hier im Führerstand durchschalten. Mit der Taste Fragezeichen, scharfes S, Hexslash rechts. Könnt ihr euch hier durch verschiedene Ansichten durchscrollen. Jetzt seid ihr hier im Fahrgastraum. Na?
und dann seid ihr wieder im Führerstand. Und jetzt, ne, nach dieser Führerstandsansicht, also wie hier durchscrollen, habt ihr jetzt hier das ELA-Gerät. Oh, und ich sehe das gerade ganz schlecht, ne? Ich sehe das eigentlich gerade gar nicht, die Zahlen hier. Doch, jetzt geht's irgendwie. Heidewitzka. So, wir stehen jetzt hier. Wie man das für die U8 und U5 einstellt, zeige ich euch nachher. Wir können das jetzt einfach erstmal ignorieren. Ich wollte euch nur mal zeigen, da hinten ist dieses FIS-Gerät. Oder ELA-Gerät, wie man es auch immer nennen will. So. Und wir drücken jetzt einfach zweimal C. Und dann stellt er automatisch um. Wir stehen jetzt hier in der Kehre von Rathaus, von Zoologischer Garten. Fahren Richtung Rathaus Steglitz. Jetzt hat er das umgestellt. Und ich zeige es euch auch hier nochmal. Ne? Also zweimal Taste C drücken. Dann passt das. Er hat jetzt Philippa Gong eingestellt. Wir können es jetzt auch wieder beliebig umstellen. Wir lassen das jetzt aber mal drin. Machen auch die LED-Zugziehanzeige ein. Die finde ich immer schöner. Gerade zum Philippa-Ansagen ist mir eigentlich nicht bekannt, dass Philippa mit den Rollbändern gefahren ist. Das waren noch die alten Ingo-Ansagen damals. Aber Philippa ist eigentlich ausschließlich mit LED-Zugziehanzeigen gefahren. Von daher machen wir es mal realistisch. Und wir drücken die Leertaste. Und unser Zug fährt. Aber wir fahren jetzt einfach mal ein, zwei Stationen mit dem H-Zug. Weil ich euch hier und da noch so einen kleinen Tipp geben will. Weil ich das erkläre. Und dann machen wir das Ganze gleich nochmal mit dem F-Zug. Weil da das eine oder andere anders ist. Mit F5 könnt ihr euch übrigens dieses Menü hier ausblenden, falls ihr das nicht braucht. Finde ich mal angenehmer zu fahren, ne? Ich wähle hier immer mit der Maus die Geschwindigkeiten vor. Es gibt da auch eine Tastenbelegung, aber ich glaube mit 8 und 2 auf Numpad. Genau, bremsen tut ihr hier mit Taste 3 auf dem Numpad. Und mit Taste 9 tut ihr wieder auslösen. Und ich wollte euch immer empfehlen, das sage ich euch auch nachher beim F-Zug nochmal, wenn ihr bremst und der Zug steht, direkt wieder mit 9 den Hebel nach vorne legen. Genau, dann geht es nachher einfach schneller bei der Abfahrt. So, und jetzt stehen wir hier. Ich hatte es vorhin noch vergessen zu sagen, wenn ihr zweimal C drückt, dann müsst ihr es eigentlich einmal piepsen. Also so wie jetzt. Ne? Dann wisst ihr, okay, Ansagen sind aktiviert. Und wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt einmal Y drückt, dann kommt eben die Ansage, einsteigen bitte. Drüben ist gerade der KI-Zug eingefahren mit 4 Wagen, ne? Wie es sich für die Nacht gehört, häufig in Berlin. Und Y ist einsteigen bitte. Türen habe ich eben vergessen, könnt ihr auch alles mit der Maus machen hier, ne? Also hier Türen auf, Türen zu. Oder hier oben kann man noch zentrale Türen öffnen. Finde ich auch immer ganz schön. Also hier mit der Maus, Tür links, Tür rechts, zentral öffnen. Hier macht ihr die ELA einsteigen bitte. ELA zurückbleiben bitte. Und für die Leute, die es nicht mit der Maus machen wollen, Taste A, Türen links, Taste D, Türen rechts, Taste Y, einsteigen bitte. Taste X, zurückbleiben bitte. Und Taste S, Türen schließen. So, wir haben jetzt freie Strecke, also zack, stellen wir uns mit der Maus das auf 70 ein und rollen mal los. Wichtig ist auch die Stationsansagen, wenn ihr das so gemacht habt, wie ich es euch eben gezeigt habe. Das erzähle ich euch gleich. Jetzt bremsen wir erstmal. Wichtig ist hier, bevor ihr bremst, würde ich immer Leertaste drücken, dass der Hebel, also so wie ihr es jetzt seht, nicht nach unten gedrückt ist, weil dann bremst er wesentlich besser, als wenn er so durchgedrückt ist. Das als Tipp beim Bremsen, wie gesagt. Hebel einmal Leertaste drücken, dass er nicht durchgedrückt ist. Dann bremst er. Vielleicht ist er auch nur Einbildung, aber meiner Meinung nach bremst der Zug dann besser. Genau. Und eben wollte ich euch was zu den Stationsansagen sagen. Die Stationsansagen kommen immer automatisch, deswegen bitte drückt einfach keine, während ihr im Tunnel seid, nicht die Y-Taste drücken. Weil, wenn ihr das macht, während ihr im Tunnel seid und ihr drückt Y,
dann macht er die Stationsansagen manuell. Und wenn ihr es einmal gedrückt habt, müsst ihr alle darauf folgenden Ansagen auch immer manuell mit Y drücken. Deswegen, Stationsansagen kommen ganz automatisch. Y-Taste wirklich nur im Bahnhof verwenden. Für Einsteigen bitte. Genau. Und ja, wir fahren jetzt nochmal einen Bahnhof weiter. Dann zeige ich euch jetzt nochmal mit den Bremsen. Hier, wie gesagt, nochmal Fragezeichen, scharfes S etc. Hier einmal durchscrollen. Zurückbleiben, bitte. X, zurückbleiben bitte. S, Türen zu. Zack. So, und jetzt seht ihr ja, der ist nicht nach unten gedrückt. Jetzt drücken wir ihn nach unten. Geht da auch eine Position nach vorne und der Zug fährt. Eigentlich kinderleicht. Spichernstraße. Man merkt es, die Stationsansage kommt automatisch. Übergang zur U3. Und jetzt mache ich mir mal den Spaß. Ich drücke jetzt mal Y. Und jetzt merkt ihr, jetzt macht er sogar schon eine Station weiter. Ne? Und deswegen lasst die Stationsansage jetzt hier wieder Leertaste. Und dann merkt ihr direkt, er bremst besser. Ne? Ja, fürs Bremsen hier braucht ihr einfach ein bisschen Feingefühl. Im Zweifelsfall, ich mache das auch häufig, nochmal nach vorne, nochmal ne, auslösen, nochmal bremsen. Schöner ist es natürlich, ihr merkt das wahrscheinlich auch am Sound, wenn man in einem Rutsch bremst und steht, dann hat man vielleicht auch idealerweise den Sound so, dass der passt. Wenn man natürlich auslöst, bremst, dann passt das nicht so ganz mit dem Sound. Ich weiß nicht, ob das noch gefixt wird, aber lässt sich vielleicht auch nicht anders umsetzen. Ne? Aber da bekommt ihr irgendwann das Feingefühl, dass ihr möglichst auch in einem Rutsch das Bremsen hinbekommt. Ja, das soweit also zum H-Zug. Wir wechseln einmal das Szenario und suchen uns einen F-Zug. Dazu gehen wir einfach mal hier in den 2010er Fahrplan rein. Genau. Das F-Zug-Vorgehen ist beim F90 und so weiter dasselbe wie beim F74, also bei den Schaltwerkern wie bei den Drehstromern. Nur, dass das ELA-Gerät an einer anderen Stelle ist, aber das sollte nicht weiter schlimm sein. Wir springen einfach mal zum... Auf die U7 springen wir einfach mal. Das heißt, wir gehen mal zum Jakob-Kaiser-Platz. Da steht bestimmt was. So. Abstellung. Steht denn noch nichts. Dann gucken wir mal in Rudo nach. So, Abstellung ist hier und siehe da, da steht auch schon was. Zack. In dem Fall jetzt hier ein F84, F87. Kann ich nur anhand der Türen sehen. Ich weiß, das ist immer nicht die Wagennummer. Da kann man dann genau sagen, es ist ein 84 oder 87. Aber ich sehe es auf jeden Fall hier anhand der Türen. Ne, weil er nicht die Knöpfe hat, sondern diese Hebel zum Aufziehen. Dass es ein F84, F87 sein muss. So, machen wir einmal Fahrschalter. Das macht er als erstes hier, diesen Fahrschalter. Bam. Na, dann hört er auch schon, die Lüfter gehen an. Den mit der Maus nach vorne legen. Dann drückt er auch hier wieder F1, um die Fahrsperre rauszunehmen. Taste R, um die Federspeicherbremse zu lösen. Hat er jetzt hier komischerweise schon gemacht. Aber auch hier, ne, da, hier oben. Da wären zwei Lampen Federspeicherbremse, die gehen dann weg. Dann drückt er hier oben einmal den Automatentaster. Ist halt hier nicht an der Seite, sondern da oben. Und dann dreht ihr euch einmal um. Oh, jetzt muss ich wieder gucken, das blendet so von draußen das Licht. Lautsprecher macht ihr ein, damit die Ansagen funktionieren. Ihr macht Zugbeleuchtung ein, damit die Fahrgäste Licht anhaben. Und ihr macht hier die beiden Kippschalter Signalbeleuchtung ein. Stromabnehmer könnt ihr klicken. Na, habt ihr mal so ein schönes Geräusch, aber müsst ihr nicht. Theoretisch könnt ihr hier auch noch den Zugfunk anmachen. Hab ich aber nie an, weil das ist Gebabbel und... Kann man machen, wenn man es will, muss man aber nicht. Seht ihr schon, vorne sind die Lichter an. Jetzt kommt die Besonderheit beim F-Zug. Beim H-Zug macht das automatisch. Hier müsst ihr einmal ne, euch mit der Maus rausbewegen in den hinteren Teil des Zuges. Und dann einmal die Lichter, zack, beide nach unten stellen. Und jetzt seht ihr, Schlusslichter an. Dann bewegen wir uns auch hier wieder vor.
und drücken zweimal C. Und ihr merkt, mein Fehler, ich habe jetzt schon zu oft Y gedrückt, der macht dann natürlich die Ansage. Ich habe mich jetzt eigentlich nur gewundert, hier beim F-Zug macht er scheinbar kein Piepsen, ne? Wenn ich hier zweimal C drücke. Ich glaube, bei den Schaltwerkern geht es auch, aber merkt euch einfach zweimal F, Mann, alter Herr, zweimal C drücken, ne? Ihr seht ja dann außen, wenn er das C umstellt. Und je nachdem, in welcher Kehre ihr euch befindet, stellt er dann automatisch das Ziel ein in die Richtung, wo ihr hin wollt. Es gibt auch hier eine Liste. Ich muss mal gucken. Man kann hier bestimmt das Führerstandslicht anmachen. Fahrerraumbeleuchtung, genau. Wenn ihr euch hier ein bisschen wieder mit der Fragezeichentaste durchklickt, habt ihr hier eine Liste. Das heißt, wenn ihr irgendwie spezielle Wege fahren wollt auf O7, zum Beispiel, ihr steht jetzt in Rudo, wollt nicht bis Rathaus-Spandau fahren, was er standardmäßig einstellt, wenn ihr zweimal C drückt, sondern ihr habt keinen Bock auf eine Stunde U7, ihr wollt vielleicht nur bis Jakob-Kaiser-Platz fahren. Dann stellt ihr die 37 ein, das zeige ich euch jetzt mal. Wir bewegen uns wieder zurück hier. Hier die Innenansichten. So, hier oben ist das ELA-Gerät. 37, zack. Zweimal C drücken. Und jetzt stellt er das um. Na, hat das dann mal. Gut, er muss jetzt wieder. Das dauert jetzt ein bisschen. Wir fahren einfach mal ein Stück vor. Das heißt, wir gehen wieder runter hier in unsere Ansicht. So, jetzt der Fahrhebel hier. Das ist ganz wichtig. Mit 3 und 9 bewegt ihr den wieder nach hinten. In dieser Stufe hier, also die ziemlich mittlere Stufe. In dieser Stufe baut er am schnellsten den Druck auf. Weil ihr seht schon, ne? So. Und in der Stufe, ne, es ist jetzt weiter vor, geht er nicht. Hier baut er Druck auf. Einen nach vorne mit Taste 9. Seid ihr in der Fahrstellung. Und jetzt drückt ihr Leertaste. Dann wird dieser Hebel hier in der Mitte runtergedrückt. Und er fährt. Hier links mit dem Schalter könnt ihr die Geschwindigkeit vorwählen. Anhand der Geschwindigkeiten, die hier rechts daneben stehen. Ich mache es meistens so, ich schiebe den einfach ganz nach vorne. Drückt dann Leertaste. Wenn ich die Geschwindigkeit erreicht habe, die ich haben will, nehme ich die Leertaste einfach raus und dann hält er das. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ne? Ihr könnt das auch hier einstellen, 25, dann macht er das auch. Ist euch überlassen. Ich mache es mir meistens einfach, lasse den ganz vorne und halte das einfach entsprechend über die Leertaste. Hier beim F-Zug ist jetzt wichtig. Hier merkt ihr schon, er wird langsamer, aber er rollt noch. Er rollt noch. Deswegen müsst ihr in die hinterste Stufe gehen. Zack. Und dann direkt wieder auslösen mit Taste 9. Na, also wirklich. Hier, das ist eine Bremsstufe. Da steht er schon fast. Da merkt ihr schon, es wird spürbar stärker, die Bremsleistung, als hier in den vorigen Stufen. Also in der Stufe haut er dann wirklich die Bremsen rein. Ihr müsst aber noch in die Stufe gehen. Na, ihr müsst es zwischenhören, sage ich immer. Dann seid ihr im richtigen Bereich und er bleibt stehen. Und wenn ihr jetzt zwischen habt, legt den Hebel direkt wieder nach vorne, weil ihr seht es ja hier, ne, er verliert Druck. Und wenn ihr ihn nach vorne legt, baut er den direkt wieder auf, ihr könnt pünktlich abfahren. So, jetzt wieder Taste A, Türen öffnen, ist dasselbe. Y. Einsteigen bitte. Wie gesagt, da kann es sein, dass ihr gerade beim F-Zug beim ersten Mal vielleicht zweimal Y drücken müsst im Bahnhof, damit die Ansage kommt. Wundert euch also nicht, wenn ihr das erste Mal Y drückt. Oh, wieso kommt keine Ansage? Drückt zwei, dreimal drauf, dann kommt die Ansage. Vielleicht habt ihr dann doppelt, aber beim ersten Mal muss man eben mehrmals teilweise darauf drücken, damit die Ansage kommt. So, dann machen wir zurückbleiben bitte und auf geht's. Schönes Relais-Klackern hier, herrlich. Und auf geht's. Jetzt merkt ihr schon, ich habe den linken Hebel der Geschwindigkeit ganz vorne. Gibt da direkt Vollspeed. Was brauchen wir nicht, machen wir aus. Jetzt reicht hier 70, bumm.
Leertaste, die Geschwindigkeit. Jetzt kann man, jetzt merkt er, jetzt wird er ein bisschen langsamer, kann man noch mal ein bisschen nachgeben, dann wieder Leertaste rausnehmen. So. Ich fange meistens schon beim F-Zug mal ein bisschen vor den Bahnhöfen an zu bremsen. Gehe dann im Bahnhof nach und nach in die Bremsstufen stärker. Jetzt bin ich sogar fast ein bisschen zu langsam rein. Jetzt merkt ihr hier, jetzt bleibt er fast stehen. Hinterste Stufe, wie ich es euch eben erklärt habe, auslösen, Türen auf. Und dann ist hier noch ein ganz nettes Gimmick, falls euch das auch noch nicht bekannt ist, hier links auf dem Monitor. Und seht ihr jetzt Menschen? Zug nach Jakob-Kaiserplatz. Jetzt merkt ihr schon, die sind weggeploppt. Und wenn die weg sind, ist im Prinzip in Realität, seht ihr ja auch, Bahnsteig leer, bam, Türen zu. Und so macht er das hier auch. Ne? Wenn die Monitore leer sind, zurückbleiben bitte. Zurückbleiben bitte. Türen schließen und Abfahrt. Dadurch, dass ich die Bremse jetzt direkt ausgelöst habe, wieder nach vorne, den Hebel, bumm, fährt er direkt los. Ne? So spart ihr euch wirklich eine Menge Zeit. Weil ich sehe es wirklich bei meinen Freunden, die das erste Mal gefahren sind. Habe ich es wirklich gesehen, die haben mir gebremst, sind vielleicht auch in die hinterste Stufe gegangen, also in die Vollbremsung. Und dann haben sie gewartet und gewartet und gewartet. Oh, der baut den Druck so langsam auf. Deswegen hier, könnt ihr das nochmal beschleunigen. Na? Zack, ist er relativ schnell wieder aufgebaut. Dauert natürlich ein paar Sekunden. So, und wenn er jetzt Gas gibt hier, ne? Wenn ihr dann hier in die vorletzte Stufe geht, die ich euch vorhin angekündigt habe, wo es zischt. Leute, es gibt Leute, die stehen dann am Bahnsteig und lassen den Druck abfallen bis auf Null. Deswegen auslösen. Ne? Dann kommt ihr einfach schneller weg. Weil wenn ihr den jetzt hier aus bis auf Null runtergehen lasst, dann macht er zurückbleiben bitte. Ne? Sagen wir mal, wir machen jetzt die Türen zu. Dann müsst ihr den nach vorne machen und ihr seht es ja. Dann dauert es wieder 4-5 Sekunden, bis ihr losfahren könnt. Weil der Bremsdruck erst wieder auf 5 bar sein muss. Ne? Und das muss ja nicht sein. Deswegen wirklich immer bam, auslösen. Direkt nachdem ihr in der Bremsstufe seid. Gut. Ich denke, das sollte es erstmal reichen. Von der Steuerung her. Und jetzt zeige ich euch, wie gesagt, noch, wie man denn vorgeht. Auf der U5 und U8, ne, also Part 3 meines Tutorials jetzt, wie man da selber sich Züge spawnen kann, weil auf der U5 und U8 ja standesgemäß noch keine Züge in den Abstellungen stehen, weil die ja auch noch nicht fertig sind. Aber man kann es sich natürlich machen, wenn man sagt, gut, ich möchte U5, U8 fahren. Das zeige ich euch jetzt. So, wir wählen hier mal wieder unser Szenario, was wir eben bearbeitet haben, nämlich U-Bahn heute Nacht. Klicken hier auf Laden, ne, und ihr habt gesehen, ich bin jetzt über Editor gegangen wieder. Editor, Großprofil Basis, U-Bahn heute Nacht, Laden. So. Müssen wir wieder kurz einen Moment warten. Die Sonne blendet mir immer noch ins Gesicht, das ist echt, also diese Dinger hier, die bringen überhaupt nichts, ne? Also, wer sich das ausgedacht hat. Aber gut. So, und jetzt gehen wir hier rechts über das Menü. Wir gehen aber erstmal hier ach, jetzt sind wir hier drin. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Mein Fehler. Ich suche gerade hier das Ding, wo man sich hinspawnen kann. Start auf Optionen gibt es nicht. Ich dachte ja, es gibt hier rechts irgendwie was, wo man sich entsprechend in die Bahnhöfe spawnen kann. Das heißt, wir gucken jetzt mal, wir sind jetzt hier auf der U8. 3 Gitteransicht, nee. So, wir bewegen uns jetzt mal vor hier Richtung. Na, ich starte das nochmal kurz neu. Editor. Ach, jetzt habe ich den komplett geschlossen, den Trains. So eine Scheiße aber auch. Also Start. Editor. Wir wählen uns ein Szenario aus. U-Bahn 20. Ne, U-Bahn heute Nacht. Laden. Zack.
So, da müsst ihr euch natürlich, weil ich jetzt nicht wie im wenn ihr im Lokführermodus seid, habt ihr hier oben ja diese Möglichkeit, ne, über das Menü euch irgendwo hinzuspawnen. Das gibt's hier vielleicht auch, ich kenn's noch einfach noch nicht. So gut kenne ich mich auch nicht im Editor aus. An dieser Stelle auch mal, wollte ich eigentlich am Anfang machen, bin ich aber auch wieder drüber hinweggekommen. Auch mal ein Dankeschön an das gesamte Discord, an die gesamte Discord-Community, insbesondere aber an das Entwicklerteam, was mir immer wieder geholfen hat. Ich war auch mal blutiger Anfänger. Und ohne eure Hilfe könnte ich jetzt gar nicht diese Videos machen, ne? Euch das allen hier erklären. Also, großes Dankeschön da an den Community-Server, an alle Leute, insbesondere aber die Moderatoren und das Entwicklerteam, was mir da schon damals mit dem Train 2004, aber jetzt auch mit dem Train 2009, mit der Dev-Version, da wirklich, die da nett und freundlich waren, mir da geholfen haben, meine Fragen beantwortet haben. Ohne euch könnte ich dieses Video hier gar nicht machen, also vielen Dank dafür. So, wir sind jetzt hier auf U8, das heißt, hier oben ist die U8. Wir bewegen uns jetzt einfach mal Richtung Alexanderplatz. Wobei, ist ja eigentlich wurscht, wir können es auch auf U8 machen hier. Das heißt, wir fliegen die U8 mal weiter lang hier. Zack, 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 zack. Bis zum Ende. Hier hinten haben wir jetzt die Abstellung Hermannstraße. So. Und dann zeige ich euch jetzt mal, wie man hier einen Zug spawnt. Und zwar gibt es da einige Dinge zu beachten. Als erstes müsst ihr hier oben auf den Objektzugfilter gehen. Hier hat er jetzt noch einen Filter drin. Den geht er einmal drauf auf Löschen. Weil, wenn er drin ist, ne, zeigt er euch sonst hier nicht alle Züge an. Wir gehen hier also auf das Rad und können hier Züge auswählen. So, die H, da gucken wir unter B, wie BVG. Und ihr seht schon hier A, okay, F, H, okay. So, nur schauen. Zack, zack, zack. So, und jetzt stellen wir den H97 hier hin. Zack. Wir fangen mal an. Ach, jetzt habe ich einen Mittelwagen gestellt. Hier, Fahrzeug löschen, nehmen wir nochmal weg. Also stellen wir nochmal einen neuen Frontwagen hin. Zack. Und hängen da jetzt ein paar Mittelwagen ran. Zack. 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 Jetzt hat er daneben wieder, das spinnt manchmal ein bisschen rum. Wir machen es immer neu. So, Mittelwagen. Manchmal spinnt er rum und setzt das neben den Gleis oder, ne? Jetzt hat er hier auch wieder mehrere gesetzt. Oh, ich könnte kotzen. So, Frontwagen, zack. Und dann, ja, jetzt hat er auch wieder zwei gesetzt. Oh. Mittelwagen. Also, das ist ein bisschen komplex hier, die Steuerung. Hat er hier auch wieder zwei Mittelwagen gesetzt. Jetzt hat er wieder da. Nee, also da kriege ich manchmal auch echt die Krise hier. Na, ihr seht schon, jetzt muss ich das wieder. Oh, es ist zum Kotzen. Aber irgendwann hat man das raus. So, Mittelwagen. Mittelwagen. Deswegen lieber einmal klicken und langsam, sonst spawnt ihr wahrscheinlich schon mehrere. So, jetzt haben wir drei Mittelwagen. Einen vierten brauche ich noch. Und setzen hinten wieder einen Frontwagen ran. Oder auch nicht. Sag mal. So. Eins, zwei, drei, vier. Ne, da fehlt doch was. Das sind doch nur drei Mittelwagen. Also können wir den auch nochmal löschen. Oh Mann. Also das ist hier wirklich nicht so ohne mit der Steuerung. Jetzt hat er den wieder daneben gesetzt. Das ist wirklich. Ah. Vielleicht stelle ich mich auch einfach dumm an, aber ja. Und ein Frontwagen hinten dran. Zack. So, jetzt können wir hier noch Hammer Fahrzeug drehen, weil ihr seht es jetzt schon, ne, wenn wir hier mal ein bisschen reinzoomen. Der ist natürlich falsch gereiht hier, der Endwagen. Das passt alles soweit. So, und jetzt kommt ganz entscheidende Sache. Jetzt müsst ihr gucken. Die sind da sehr speziell. Das heißt, die H-Züge und auch die F-Züge, das zeige ich euch bei den F-Zügen gleich nochmal. Bei den H-Zügen, ich habe es jetzt schon getestet, gebt ihr euch jetzt eine Nummer ein. Ich nehme jetzt beispielsweise den H-Zug 5026. Und dann muss in diese Richtung, also jetzt Richtung Hermannstraße in den Bahnhof rein, die 6 sein.
So, und so benennt ihr euch entsprechend hier die Wagen. Das wäre dann entsprechend 50, 26, 5, 50, 26. So ist das halt, ne? Also für alle, die nicht aus Berlin kommen, das Spiel zum ersten Mal spielen, es ist halt in Berlin so, ist beim H-Zug, es gibt 50, 26 ist die Wagennummer. Und dann je nach Endwagen hast du die 6, also Strich 6 oder Strich 1 und die Mittelwagen entsprechend dann. Na? Das heißt, hier hatten wir Strich 6 vorne, dann haben wir Strich 5, Strich 4, dann haben wir 50, 26, Strich 3, 50, 26, Strich 2. Wichtig ist, dass ihr hier immer auf Bestätigen klickt. Und hinten 50, 26, Strich 1. Das ist wirklich essentiell. Der Wagen, der Richtung Abstellung steht, also Richtung Prellbock, 50, 26, 1 auf der U8. Auf der U6, auf der U5 zeige ich es euch gleich nochmal separat. Und hier der Wagen, der Richtung, ja, man kann sagen Richtung Osloer Straße oder Richtung Hermannstraße Bahnhof steht, ne, der muss die 6 innehaben. So, ihr könnt auch hier schon vorwählen, was für Ansagen ihr haben wollt. Ihr könnt auch schon ein Zielschild auswählen, theoretisch. Und die LED-Zugziehanzeige an, aus. Ne? So, dann ist der H-Zug jetzt fertig konfiguriert. Ihr seht jetzt hier noch, da steht jetzt noch minus 9. Wenn wir jetzt aber mal auf Speichern gehen, zack, wird jetzt die bestehende Aufgabe überschrieben. Dann gehen wir einmal raus hier, gehen auf Lokführer, gehen auf Großprofil Basis und dann Großprofil, hier U-Bahn heute Nacht laden. Und dann werdet ihr gleich sehen, dass am Hermannsplatz der Zug steht. Ihr könnt es euch aber einfach machen, weil er gerade bei selbstgesporten Zügen ein bisschen rumspackt mit der Maus den Zug anklicken. Ihr wisst ja jetzt, A 50 26 6 steht in Hermannstraße Abstellung Richtung Osloer Straße, Wittenau, beziehungsweise halt in Bahnhof rein. Ihr seht schon, er muss jetzt noch nachladen. Bumm, da sind wir. Dann rüstet ihr den Zug ganz normal auf. Na, zeige ich euch jetzt mal. Eben vor allem aufgrund des ELA-Gerätes. Und dann fahre ich häufig jetzt die kurze Runde zum Hermannplatz. Das ist der Zielcode 869. Die genauen ELA-Codes findet ihr auch auf dem Discord. Gibt es eine Liste. Vielleicht lade ich die euch aber nochmal hoch. Ich denke, die Entwickler haben da nichts gegen, wenn ich die einmal auf dem File-Hoster hochlade und euch verlinke, dass ihr euch die runterladen könnt und die dann auf den Desktop oder so packt. Im F-Zug hängen sie auch an der Tür, aber im H-Zug hängen die, soweit ich weiß, nicht aus. Ich habe sie zumindest noch nicht gesehen. So, und wenn wir jetzt zweimal C drücken, werdet ihr sehen, er stellt um auf U8 Hermannplatz. Schauen wir uns das kurz an. Hier ist auch mal ganz schön, mal zu sehen, wie er das Rollband umstellt. Und das ist wirklich essentiell. Ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung gehabt, aber es müsste eigentlich sein, 50, 26, 6 in Richtung Wittenau und der andere in Richtung Hermannstraße. Weil wenn jetzt der 50, 26, 1 vorne wäre, da ist das Spiel wirklich ganz komplex und zickig. Wenn jetzt der 50, 26, 1 vorne wäre, dann könntet ihr auch den Code eingeben, der eigentlich für Hermannplatz ist. Er würde aber Hermannstraße schildern. Das heißt, die Nummern, ne, 50, 26, 6 ist auf eine bestimmte Richtung ausgerichtet, auf der jeweiligen Linie und 50, 26, 1 genauso. So, jetzt hat er es gleich. Jetzt hoffe ich, dass er Hermannplatz schildert. Sehr schön. U8, Hermannplatz. So. Und ihr merkt jetzt, jetzt drücken wir wieder C für Piepsen, ne? Bumm, machen wir mal Türen auf. Einsteigen bitte. Und jetzt kommt Einsteigen bitte. So, das passt. Das also soweit zum H-Zug. Ich zeige es euch jetzt nochmal, wenn wir in den Einserwagen gehen, ne? Wenn wir den jetzt aufrüsten, zack. Und hier die ELA einstellen. Ich hätte vielleicht eben mal am anderen abrüsten sollen, aber vielleicht geht's auch jetzt. Oh, jetzt kommt eine Wolke. Ich sehe wieder was. Es blendet nicht an meinem Fenster. Herrlich.
So, 8, 6, 9. Zack. Jetzt seht ihr hier, jetzt stellt er um. Ach, jetzt muss er wieder alle Linien durchgehen, ne? Ist das nicht herrlich? Ne, U8 Hermannstraße. Deswegen, 50, 26, 1. Na, wenn ihr Richtung Hermannstraße fahrt, den entsprechenden Code 869, wenn es jetzt zum Hermannplatz geht, eingeben. Das ist halt wirklich wichtig, wenn ihr euch den Zug hier an der Hermannstraße hinstellt. 50, 26, 6 in Fahrtrichtung Bahnhof. Gut. Ähnlich ist es mit den F-Zügen, das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Da ist es aber ein bisschen einfacher, da gibt es nämlich eine kleine Hilfe. Wir gehen nochmal rein, U-Bahn heute Nacht. Und zwar, wie ihr die F-Züge zusammensetzt, ist, denke ich, klar, ist wieder das gleiche Spiel. Ich zeige es aber trotzdem nochmal ganz kurz. Ihr geht wieder hier rüber, ihr geht über, erstmal hier oben, nehmt den Objektfilter raus, weil er euch sonst die F-Züge nicht anzeigt. Zack. Geht dann hier über BVG, wir nehmen einfach mal ein F74E. Und dann stellt ihr den hin, hängt den anderen dran. Oder auch nicht, wenn er mal wieder rumspackt. Am besten ihr klickt hier so an den anderen ran, dann hängt er den meistens dran. Oder auch nicht. Ich sage ja, das Spiel macht manchmal seine eigenen Dinge. Jetzt stellt er den da rein, sag mal. Also wirklich. Jetzt hängt er den dran. Jetzt müsst ihr den noch umdrehen, ne? Weil zwei Führerstände gekoppelt wäre ein bisschen schlecht. Also einmal Fahrzeug drehen, zack. Und jetzt gibt er halt entsprechend Fahrzeugnummern ein für den F-Zug. In dem Fall ein F74E. Ich kann euch da nahelegen, ich verlinke euch da nochmal eine Tabelle oder packe euch das auch nochmal in Fyhoster, wo genau aufgelistet ist nach Fahrzeugtypen, also Fahrzeugtypen, welche Wagennummer zu welchem Fahrzeug gehört, falls ihr es realistisch haben wollt. Ihr könnt jetzt hier auch eingeben, ...22, 22, 22, 22. Ob das funktioniert, kann ich euch nicht sagen, wie empfindlich das Spiel da ist. Deswegen gebe ich da immer reale Zugnummern ein. Beispielsweise 2502 wäre ein F74. Und jetzt steht es hier. Der S-Wagen, gerade Wagennummern, steht in folgende Richtung. Und das ist eben wichtig, wenn ihr euch jetzt hier auf der U8 oder wenn ihr euch am Hauptbahnhof spawnt, auf der U5 was hinspawnt. Richtung Höhne muss der gerade Wagen sein. Wir gucken jetzt auf der U8. Richtung Hermannstraße muss der gerade Wagen sein. Das heißt, Hermannstraße ist da vorne der Bahnhof, aber es geht ja Richtung Hermannstraße. Das heißt, ihr müsst euch jetzt denken, wir kommen von Wittenau, fahren Hermannstraße rein. Das heißt, Richtung Prellbock muss laut dieser Angabe hier der gerade Wagen sein. Das heißt, wir nennen den 2502 und wir nennen den 2503. Ich würde das jetzt gerne anhand des Rollbandes zeigen, aber das funktioniert in dem Zug nicht. Ist aber zumindest im F74E funktioniert es hier auf der U8 noch nicht. Wir hängen aber einfach mal noch ein F76E dran, daran kann man das nämlich auch zeigen. Zack. Und noch einen zweiten dazu. Zack. Dann werde ich den einmal drehen. Zack. Müssen wir jetzt gar nicht drehen. Den anderen will ich löschen. Oh, jetzt hat er natürlich den falschen wieder gelöscht. Ja, die Steuerung hier im Editor ist manchmal komplex, ne? Also, ja. Jetzt drehen wir den einmal und jetzt auch hier wieder. Ich zeige euch jetzt einfach mal kurz die Seite, wo ich immer gucke. Ich gucke, das gilt aber nur für aktive Fahrzeuge. Wenn ihr jetzt beispielsweise einen F79 fahrt, den es ja gar nicht mehr gibt als Baureihe, wird das schwierig. Ich gucke jetzt hier Fahrzeuge BVG. Wie gesagt, die Linie, die Seite verlinke ich euch einmal. Dann geht ihr auf BW Britz. Ne? Hier ist es nach Linien geordnet, die Fahrzeuge. Dann gehen wir auf BW Britz und dann sehen wir hier, AF76E sind die und die Einheiten hier. Und wir sehen jetzt hier, okay, F76E, 2616, 2617 zum Beispiel. Gehen wir wieder rein in unseren Trains. Und dann... Oh, ich hoffe jetzt auch im Video, ne? Ich hoffe, der macht jetzt nicht irgendwie eine Game-Aufnahme hier mit Nvidia.
der Software. Nicht, dass ihr, dass ich euch jetzt vorhin auch was gezeigt habe im Browser und jetzt und ihr euch dann sagt, ne? Falls das so ist, entschuldigt das bitte, aber ich verlinke euch die Seite und anhand meiner Äußerung könnt ihr vielleicht nachvollziehen, wo ich wo drauf geklickt habe. Aber wir haben uns jetzt gemerkt, 2616 war das. Das heißt, auch hier steht wieder Richtung Hermannstraße gerade Wagennummer, also 2616 und dann hier 2617. Zack. Wir speichern das Ganze wieder. Bestehende Aufgabe überschreiben. Und dann gehen wir hier einmal raus, gehen wieder auf Lokführer, gehen auf Großwurfier Basis, heute Nacht, laden. So, dann suchen wir uns jetzt einfach schnell den Zug. Wir haben den 2616, zack. Müssen wir wieder kurz warten, bis er fertig gespawnt ist. Ah ne, 2616 war ja der Richtung Abstellung. Wir wollen natürlich den anderen haben. Zack. So, dann rüsten wir das Ding auch auf einmal auf. Ich mache mal Fahrerraumbeleuchtung an. Zack. Mach das Ding einmal eben an. Zack. Lautsprecher ein. So, wenn wir jetzt unser ELA einstellen. 869 war das. Zack. Dann stellt er jetzt um. Ihr seht schon, ich habe den jetzt scheiße gespawnt. Ich habe den mitten in eine Wand reingestellt, also nicht mal auf dem Gleis. Da müsst ihr immer drauf achten, ne? Also, ja, ich habe den völlig neben das Gleis gesetzt. Das ist halt, der spinnt manchmal rum. Ich denke, die Anzeige sieht man trotzdem jetzt. Hoffe ich mal, dass er jetzt U8 Hermannplatz einstellt. Sehr schön. Jetzt gehen wir nochmal hinter auf den anderen Kollegen. Zack. Wenn wir jetzt hier auch die 869 einstellen. Macht er das hier jetzt nicht? Wir sind noch im falschen drin. Ne? Gar nicht gewechselt hier. Kann man den wechseln. Dann noch hier einmal aufrüsten. Zack. Mach eben die Beleuchtung an, dass ich besser sehe. Und dann auch hier 869 eintragen. Zweimal C bestätigen. Und U8 Hermannstraße steht dran. Jo. Wenn wir schon hier sind, zeige ich euch gleich mal nochmal die Liste hier vom ELA. Hier seht ihr es. Hier stehen die Abkürzungen und ihr seht es jetzt hier zum Beispiel. Hermannstraße HMS. HPO 869. So lest ihr das, ne? Ihr könnt auch hier rüber gehen, aber wenn ihr jetzt über HPO geht, merkt ihr schon, oh, HMS finde ich hier gar nicht wieder. Deswegen, ne, ich würde immer hier rüber gehen. Seht ihr HMS, HPO 869. Und das ist halt hin und zurück die gleiche Tour. Deswegen ist es mir wichtig, dass der Wagen entsprechend der Vorgaben in die richtige Richtung gespawnt ist. Wenn ihr U7 oder so fahrt, dann ist es automatisch voreingestellt, dann müsst ihr euch da nicht drum kümmern, dann wechselt einfach den Führerstand, drückt Taste C und dann spawnt er, dann stellt er das Rollband bzw. das ELA-Gerät automatisch auf die Richtung ein, in die ihr dann zurückfahrt, ne? Bzw. halt auf in die Richtung, in der der Führerstand ausgerichtet ist. So, aber hier müsst ihr halt immer aufpassen, ne, dass er es richtig spawnt und dann stellt er es auch richtig ein. Oh, und hier seht ihr, 869 ist eben sowohl Hermannstraße Hermannplatz als auch Hermannplatz Hermannstraße. Das wollte ich euch eben auch nochmal kurz zeigen. Hier haben wir noch U5, U6. Ne, wenn ihr jetzt zum Beispiel von Höhenow nach Hauptbahnhof fahren wollt, Höhenow wird es nicht geben im Spiel. Deswegen nehme ich immer Alexanderplatz Hauptbahnhof, wenn ihr die U5 fahren wollt.
sowohl 507, wenn er vom Hauptbahnhof zum Alex fährt, als auch wenn er vom Alex zum Hauptbahnhof fährt. Ich hoffe, ich habe sie zweimal gesagt. Doch, ich glaube, ich habe beim ersten Mal Hauptbahnhof Alex gesagt, beim zweiten Mal Alex Hauptbahnhof, ne? Ja. Na, deswegen 507. Nur, je nachdem halt, in welchem Führerstand ihr euch befindet, stellt er das dann richtig ein. Gut. Das sollte es eigentlich auch so weit gewesen sein. Ich habe euch erklärt, wie man die Fahrzeuge aufrüstet, wie man überhaupt erstmal die H-Züge aktiviert, dass ihr die auch fahren könnt. Und auf speziellen Zuschauerwunsch, wie man auf der U5 und U80 einen H-Zug platziert und dass es mit den Wagennummern den Ansagen passt. Jo. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ich euch mit dem Tutorial hier weiterhelfen konnte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Feedback in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns als nächstes Video in einem Let's Play hier von der U8. Das kommt dann im Anschluss an dieses Video als nächstes. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe mir schon ein U8 Video versprochen, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss.